Ich habe ja die Doku mir angeschaut und die ist schon der Knaller, muss ich sagen. Das freut mich. Weil, wirklich, ist total geil. Weil selbst bei so Spielen, wo du Ausschnitte siehst und du weißt, wie es ausgeht, das ist wie bei der Titanic, du guckst es dir an und du weißt das Ergebnis und es ist trotzdem sauspannend. Ging es dir denn als Filmemacher genauso? Hattest du auch so das Gefühl, wenn du diese Momente nochmal siehst? Ja, ich habe ja den Film nicht gemacht. Den hat ja der Robert Bora gemacht, der Regisseur. Ich bin ja erst reingekommen als... Wilma, geh mal weg. Das ist der Hund. Ich bin ja erst reingekommen, als der Rohschnitt da war. Also 5,5 Stunden oder so. Und dann habe ich mich drangesetzt mit Robert und habe daraus diesen Film gemacht. Ich wusste natürlich die Spiele, wie die ausgegangen sind. Aber ich finde trotzdem, dass die Doku unheimlich spannend geworden ist. Weil sie eben nicht nur um den Fußball geht, wo man wusste ja... wie die Spiele ausgehen. Man wusste, dass Bastian den Elfmeter an einen Pfosten genagelt hat. Ne? Und man wusste auch, dass er dann zurückgekommen ist und die Champions League gewonnen hat und das Triple und dann auch die WM. Das weiß man alles. Es ist trotzdem aber auch total schön, wenn man das nochmal so aufleben lassen kann, wiedererleben kann. Und wir haben ja auch eigentlich Kamerabilder, eigentlich immer nur sogenannte B-Roll-Bilder genommen, also von unten vom Feld fotografiert mit langen Brennweiten. Nicht so, wie man das Fußballspiel kennt, aus dem Fernsehen eigentlich immer von der Totalen, weil man dann die beste Übersicht hat. Und dadurch ist man sehr nah dran, ne, am Spiel. Und dadurch entsteht auch die Spannung. Ich meine, du bist, also was halt auch bei der Doku so wahnsinnig toll ist, weil logisch, ich bin Münchnerin, ich bin Bayern-Fan schon immer, ich gehe ins Stadion und so, aber auch für Leute, die das nicht sind, also die jetzt keine Bayern-Fans sind, du lernst die Person Bastian Schweinsteiger unheimlich gut kennen und wir sehen Bilder, die wir nie gesehen haben, das war dir wahrscheinlich wichtig bei dem ganzen Prozess, ne? Auch die persönlichen. Ja klar, das war ja, also Bastian als Fußballer kennt jeder und ich glaube auch, dass Menschen, die keine Bayern-Fans sind, da gibt es ja viele, trotzdem, also dass der Bastian auch da eine unheimlich hohe Akzeptanz hat und eine hohe Beliebtheitswerte, weil er ja auch in der Nationalmannschaft extrem erfolgreich gespielt hat. Und ja, den Bastian zu zeigen, wie er ist als Mensch, das war eben das Ziel dieser Doku. Ne? Und da hatten wir natürlich das Glück, dass der Fred, sein Papa, wahnsinnig viel dokumentiert hat aus seiner Jugend und uns das Material auch zur Verfügung gestellt hat, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und natürlich auch, dass Bastian dann so weit Vertrauen gefasst hat, dass er uns auch die Hochzeitsaufnahmen, die ja rein privat waren, für den Film zur Verfügung gestellt hat. Ich meine, der Bastian hat ja auch ganz klar in Interviews gesagt, er hätte den Film, weil Anfragen hat er wahrscheinlich Tausende gehabt, für ihn war klar, er macht den Film nur mit dir, weil er das Vertrauen zu, weil er natürlich auch weiß, dass du ein guter Filmemacher und Produzent bist. Diese Freundschaft zwischen euch beiden, wie würdest du die denn beschreiben? Also, ich würde sie einfach so beschreiben, das ist eine Freundschaft auf Augenhöhe. Und von zwei, sage ich mal, sehr, sehr ehrlichen Menschen, die einen ähnlichen Sinn für Humor haben. So würde ich das beschreiben. Das ist schon mal wichtig in der Beziehung, Sinn für Humor, ja? Ja, also ohne Humor geht gar nichts. Ne? Ja. Und mit Bastian kann man echt gut lachen. Und wo siehst du von der Persönlichkeit her, ja? Wo seid ihr euch ähnlich und wo siehst du, nee, da sind wir total unterschiedlich? Also, ich würde sagen, für beide gilt, dass sie sehr geradlinig sind, ehrlich. Sinn für Humor haben, treue Menschen sind. Und der größte Unterschied ist, glaube ich, dass der Bastian viel ausgeglichener ist als ich. Also der haut nicht so Sachen raus wie ich. Ne? Also der überlegt das dann eher mal. Und ich habe zum Beispiel auch nie von Bastian mal, wir haben ja viele Gespräche geführt, ich habe nie erlebt, dass er schlecht über jemand gesprochen hat. Also man merkt zwar schon, dass er den einen mehr mag als den anderen oder den anderen deutlich weniger als den einen, aber er würde nie was Schlechtes sagen. Und das finde ich schon sehr bewundernswert auch. Total. Und du merkst auch zum Beispiel in der Doku, also das sind ja auch bei mir, ich heule ja echt nicht so schnell, ja, eher wenn Tieren was passiert oder Kindern, aber da war ich schon, ja, da war ich sehr nah am Wasser gebaut, muss ich sagen, wenn du den Hoeneß, egal wie du ihn magst oder nicht, der hat ja für Bayern viel geleistet,
wenn du ihn sprechen hörst, weißt du, wie er im Knast lag und der Bastian hat an ihn gedacht oder der Bartstuber zum Beispiel, wo du dann plötzlich so merkst, was er bei Leuten auslöst und was er für eine Charakterstärke hat und Größe, das berührt einen. Ja, ich finde gerade die angesprochene Szene mit Uli Hoeneß, den ich übrigens sehr schätze, ne? Die ist eine der stärksten Szenen im Film, also sehr emotional, weil man sieht, wie sehr ihn das beeindruckt hat, dass der Bastian im größten Moment, seinen größten Erfolg im TV-Studio steht und sagt, danke Uli Hoeneß. Ne? Und das sieht man eben auch im Film, wie das den Uli Hoeneß eben bewegt. Und wir sind auch lange mit der Kamera auf seinem Gesicht geblieben, ne? Und er war kurz davor, ne? Also auch, sage ich mal, ein Tränchen zu verdrücken. Witzigerweise war das dem Bastian ja gar nicht so bewusst. Das war für den einfach ein Anliegen und das war für ihn völlig normal, dass er das macht, ne? Aber dass er damit sowas bei Uli Hoeneß ausgelöst hat, das hat er jetzt auch erst durch den Film erfahren. Das wusste er nicht. Das war für ihn einfach was Normales, ne? Aber es ist ja die Loyalität, die du vorher angesprochen hast, dass er einfach loyal ist zu Menschen und dass er weiß, wem er was auch zu verdanken hat, weißt du? Und du siehst es ja auch beim Heimkes oder bei Jogi Löw, ja? Also wie sehr die ihn als Menschen, nicht jetzt nur als Sportmaschine, sondern wie sehr sie ihn als Menschen schätzen. Ich denke, das ist das große Geschenk der Doku. Ja, der Jogi sagt ja an einer Stelle, ich war eigentlich immer schon ein Fan von Basti und werde auch immer einer sein. Ne? Und dem Joachim Löw, das war einer der ersten, den ich den fertigen Film geschickt habe, auch so ein Screening-Link. Und der hat mir dann E-Mail geschrieben und hat gesagt, Wahnsinn, genial, Gänsehaut. Und der Film zeigt Bastian genauso, wie er ist. Und das empfanden wir alle als ein sehr schönes Kompliment. Du hast auch die anderen mit reinbekommen, weil der Bastian ist ja eher, der Schweinsteiger ist ja eher ein privater Mensch, der bringt jetzt seine Familie nicht so in den Vordergrund und er hatte das Vertrauen und auch die Anna hat, plötzlich merkt man, hey, was ein cooles Paar, ne? Also die ist ziemlich cool auch, die Frau, ich kannte sie vorher gar nicht, ich meine, ich kenne sie sowieso nicht, aber also du kriegst auch einen Zugang zu dieser Beziehung und zu, was die beiden ausmachen und das ist irgendwie ein Power. Ja, also ich will jetzt nicht so klingen wie ein Boulevardmedium, so Traumpaar, ne? Aber die Wahrheit ist, die sind ein Traumpaar, ne? Und die sind, und das Tolle ist halt, den Vorteil, den sie haben, sind, sie sind beides Spitzensportler gewesen, ne? Und zwar Mannschaftssport und Einzelsport, aber trotzdem wissen sie genau, was für Entbehrungen sie gemacht haben, was für Anstrengungen, was für Kräfte sie aufgebracht haben. Und dann haben sie einen ähnlichen Humor, kabbeln sich auch ganz schön. Und sie sind absolut auf Augenhöhe. Ne? Also ich bin auch ein riesen Anna-Fan und ich finde, die sind richtig füreinander gemacht worden. Ne? Absolut. Und dann auch, du hast, ich glaube, das war bei der Talkshow bei NDR, da hast du gesagt, er wollte ja so diese Endszene, weißt du, in der Kabine, also wir gehen jetzt nicht so viel raus, aber die ist ja auch im Trailer, ja, wo er sagt, im Prinzip, Leute, das war's jetzt, ja. Und du konntest ihn aber überzeugen. Was hat ihn letztlich überzeugt? Du als Till oder deine Argumente dann oder beide? Nein, wir hatten so, bevor wir es ihm geschickt haben, haben wir intern so gedacht, so, es gibt so zwei Szenen, womit er ein Problem haben könnte. Das eine ist die Passage über die Frisuren, ne? Und das andere ist eben diese sehr emotionale Szene am Schluss in der Kabine in Orlando, wenn er seiner Mannschaft sagt, hey Leute, das war mein letztes Spiel. Und mit den Frisuren hat er überhaupt kein Problem gehabt und sagte dann auch, also dass der Film ihn sehr bewegt hat, aber er ist sich nicht sicher, ob er diese Szene im Film haben will. Ne? Und ich sage, Bastian, ich verstehe das. Ich mag das auch nicht, wenn ich, keine Ahnung, auf einer Premiere mich bei meinem Team bedanke und dann übermannt werde und anfangen, Tränchen zu verdrücken, dann ist das in dem Moment ehrlich, aber ich sehe es dann auch nicht gerne, ne? Weil man sieht sich nicht gerne weinen, ne? Man sieht sich lieber lachen. Und ich habe ihm halt gesagt, dass ich verstehe das komplett, weil es mir ähnlich geht, aber als Filmemacher sage ich dir, das ist ein Moment, den werden alle lieben, ne? Weil er eben auch
deine andere Seite zeigt, die man so als Profi ja nicht so zeigen sollte, ne? Sonst ist man ein Weichei, ne? Aber der Bastian ist halt ein wahnsinnig emotionaler Mensch, das sagt ja auch der Jupp im Film. Und ich finde, das kann man zeigen und dazu kann man stehen, dass er ein Kämpfer ist und ein Held, das wissen wir alle, ne? Aber diese Seite zu zeigen, und das war ja nicht gespielt, ne? Es war jetzt nicht so, oh, jetzt müssen wir hier irgendwie noch eine Emotion reinbringen. Und das hat ja auch keiner, das war ein Take, also es war eine Einstellung. Es hat keiner gesagt, Basti, nee, das war noch nicht emotional genug und wir müssen das jetzt nochmal drehen. Ne? Weil das war 1:1 und pur. Ich habe ihm gesagt, wir können es rausnehmen, weil du musst es entscheiden, aber mein Tipp ist, lass es drin. Und dann hat er dann irgendwann gesagt, okay, ich vertraue dir, weil du hast mehr Ahnung vom Filmemachen als ich, dann lass was drin. Und darüber waren wir sehr froh. Hat der Film euch denn jetzt mehr zusammengebracht, sogar noch, weil ihr natürlich auch mehr Zeit verbracht habt und über den Film gesprochen habt und so? Hat euch das noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt? Nö, ich würde nicht sagen jetzt näher. Aber es war natürlich, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich ihn Bastian sehe. Das war jetzt in der letzten Zeit nicht mehr. Eine Zeit lang war es gar nicht möglich, weil er die ganze Zeit in Chicago war. Und jetzt ist es eben wegen dem Lockdown. Ne? Also irgendwann im Juni soll es ja wieder losgehen in Mallorca. Und dann freue ich mich, wenn ich ihn dann wieder sehen kann. Ich fand ja die Szene bei dir in der Küche auf Mallorca so geil, wo du ihm Nudeln machst. Also das war in Berlin. Ja. Das fand ich total. Aber es war natürlich für den Film gemacht, aber bekochst du ihn denn öfter? Das letzte Mal, als die bei uns waren in, auf Mallorca zu Hause, habe ich natürlich gekocht. Ne? Ich koche eigentlich gerne für Gäste. Ne? Und er kann halt nicht kochen. Man kann nicht alles gönnen. Nee. Jetzt habe ich einen schönen Übergang zum Lockdown, weil im Moment gucken wir alle Streaming. Ja, alle VOD, ja, und es gehen die größten Hollywood-Streifen, der jetzt von Tom Hanks, hast du wahrscheinlich mitgekriegt, seine erste Regiearbeit ist direkt zu Streaming gegangen, wollte Sony als großen Blockbuster rausbringen und der ist jetzt bei Apple TV gelandet. Jetzt ist es natürlich geil, du hast eine Doku am Start, gerade in der Zeit, wo alle lechzen nach Content, also das konntest du ja nicht planen, dass es so ist. Aber da ist es dann einfach gut, dass wir diese Streaming-Plattformen haben. Absolut. Und vor allen Dingen hat man ja am Anfang sogar befürchtet, dass jetzt alle streamen und alle gucken und dass das irgendwann die Kapazitäten im Netz nicht reichen, das zusammenbricht. Das wäre Katastrophe gewesen. Aber also mir wäre es lieber, wir hätten keinen Lockdown gehabt, denn dann hätten wir eine riesen Premiere gemacht in München, eine Kinopremiere. Da haben sich alle drauf gefreut und es wäre unheimlich schön gewesen, alle Protagonisten, alle Leute, die mitgemacht haben, nochmal zu sehen und mit denen zusammen zu feiern. Das wissen wir jetzt schon lange, dass das nicht klappt, aber das war wirklich schade. Das ist wirklich schade. Ne? Ja. Aber immerhin sehen auf einen Schlag wahnsinnig viele Leute, weißt du, du hast halt den Vorteil, dass etwas länger draufsteht und nicht, weißt du, nur zu der Zeit, wo es im Kino läuft. Also ich sehe auch schon die Vorteile. Ja, aber ich glaube, wir würden genauso viele Zuschauer mit dem Film haben, weil es genug Fans gibt von Bastian. Und eigentlich sollte es ja praktisch so die Einstimmung auf die EM sein. Ne? Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen sich den Film angucken werden. Ja. Was hast du denn persönlich, Till, während des Lockdowns gemacht? Du konntest ja auch einen Sinn. Was ist deine Erkenntnis? Bist du persönlich daran gewachsen? Am Lockdown habe ich daran gewachsen, bin I don't think so. Ich glaube nicht, nein. Nee, also für mich war es schon sehr schwierig, ne? Also weil die Filmbranche ist, also es sind alle Branchen betroffen, ne? Also jeder kleine Selbstständige, jeder Gastronom, jeder Physiotherapeut, alle sind betroffen. Aber ich glaube, Kino ist auch besonders betroffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es uns schlechter geht als anderen, ne? Überhaupt nicht. Also das soll jetzt kein Jammern sein, aber wenn man dann mal denkt, wenn, sagen wir mal, jetzt werden die Kinos langsam wieder aufgemacht. Du darfst aber nur so und so viele Leute reinsetzen. Das ist dasselbe Problem wie in der Gastronomie. Ich kenne viele Gastronomen, die sagen, mit den Zahlen kann ich meine Miete gar nicht, meine Einnahmen kann ich gar nicht decken. Ne? Und im Kino wird es genauso sein. Wenn du dann, du hast einen potenziellen Blockbuster und du hast einen Kinosaal mit 800 Leuten, darfst aber nur 200 reinsetzen, dann weiß ja auch der Kinoverleih, also der Vertrieb weiß ja auch, so
komme ich ja nicht auf meine Zahlen. Ne? Also, ich glaube, das werden einige Kinos nicht überleben und für Kino ist es scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, ich habe dich nur wegen deiner persönlichen Erkenntnis gefragt, weil ich habe zum Beispiel Freunde, die anfangen zu malen oder machen mehr Yoga oder entdecken plötzlich ganz andere kreative Dinge an sich. You know what I mean? Hast du so einen Flash gehabt oder hast gedacht, eigentlich ist mal ganz gut, weil du bist ja ein Mensch, der ständig arbeitet und kreativ denkt und dass du mal kurz so eine Vollbremsung einlegen musstest? Nein, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es dieses Virus nie gegeben. Ne? Und wir hätten so weitergemacht wie bisher. Ich persönlich kann nichts Gutes daran sehen. Ne? Natürlich habe ich mir auch Beschäftigung gesucht. Ich habe altes Filmmaterial rausgesucht von den Kindern und habe angefangen, daraus so Family-Videos zu schneiden. Wahnsinnig, ich bin noch nie so viel im Leben spazieren gegangen mit den Hunden. Ne? Das ist schön, ne? Ich habe Sport gemacht, viel gekocht, neue Rezepte ausprobiert. Das ist doch super. Ja, ich hätte aber lieber meinen Film gedreht, ne? Also, das ist schon das, was mich am meisten Spaß macht, ne?